Kannst starten, mein Ja, Freund. ernsthaft? Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu DayZ. Ja, es gab ein neues Update bei DayZ. Die Version 1.07 ist draußen. Und ja, es gibt sogar ein gratis Wochenende, um diese Version zu testen. Dieses läuft gerade nur. Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dann ist das gratis Wochenende schon vorbei und ihr müsst wieder tief in die Tasche greifen für DayZ. Wir spielen weiterhin das Ganze auf PC, da eigentlich ja die Performance schon deutlich besser ist als auf der Konsole, auch wenn da viel gepatcht wird und nachgebessert wird. Es ist eben jetzt nicht das Gleiche, ne, auch von der Steuerung her. Gut, nichtsdestotrotz Version 1.07. Es gibt was Neues. Es gibt einen Tunnel, zu dem wollen wir heute laufen. Ich weiß Und aber gar nicht wirklich, ob der Tunnel neu ist oder ist der schon länger. Ich habe keine Ahnung, ich habe aber ich auch glaube, keine der kam Ahnung. mit dazu. Ja, ne, ein bisschen hier Papillon. Achso, der Big One ist wieder dabei. Ihr lest es ja hier über seinem Kopf, der Ja, Name, ne? hat er wieder Hat er wieder vergessen. total vergessen, aber ihr wisst ja eigentlich, ne? Die berühmten, berüchtigten Verdächtigen. Die berühmten drei Worte: Richtig, Big Quantum. Big Quantum. So, ja, wir sind in Papilovo und das Ambient-Sound wurde auch ein bisschen verbessert, also verschlimmbessert, finde ich, ne? Findet der Big auch. Big hat es mir vorhin erzählt, wenn man jetzt so zwischen den Häusern steht. Ich kann ja eigentlich mal meine Effekte mal lauter machen. Ja, da hört man uns gerade bei mir. Hört man es bei dir? Warte mal, Ja, Audio. das, wenn du jetzt zwischen Gebäuden stehst, dann hast du so Windpfeifen. Das ist, als würdest du auf einer Flugzeugtragfläche reiten. Okay. Komm mal her zu mir, vielleicht hörst du das da. Ja, es pfeift ein bisschen der Wind, ne? Ja, so komisch halt. Ja, haben sie ein übelstes Ding gerissen natürlich, Bohemia. Wir sind ganz stolz auf euch. Die Sachen, die gepatcht werden sollten, haben sie natürlich wieder nicht geschafft. Das Richtig. Inventar buggt bei uns nach wie vor. Richtig. Ja, was willst du machen? Das Spiel ist in 6 Jahren nicht gut geworden. Das wird es auch nicht mehr schaffen. Aber es macht Spaß. Das ist ja das Lustige Es bei macht DayZ, trotzdem, ja, ne? das sind keine Bugs, das sind Features. Richtig, das sind alles Features, ne? Also lasst euch von dem nicht ärgern. Das ist immer noch für mich das eigentlich beste Survival-Spiel auf dem Markt im Moment. Ne? Wir haben ja schon einiges getestet und gespielt. So, was wollen wir? Zum Tunnel? Den Tunnel wollen wir zeigen, Tunnel, oder? genau, wir wollen eigentlich mal zu dem Tunnel laufen. Und ja, wir spielen wieder auf unserem Server, der ist öffentlich zugänglich. Also wir blenden mal die IP unten ein, oder? Richtig, ihr seht es auch unten, der Spieler Kasseler betritt gerade den Server. Liebe Grüße an den Kasseler. Der wahrscheinlich dieses Video nie sehen wird. Richtig, und der wahrscheinlich auch aus Kassel kommt. Was habe ich denn gesagt? Nord östlich von dem Nordöstlich, Nest. ja, Nord richtig. Nord nee, nordöstlich, ne? War östlich, glaube ich. Und die Zombies sind hier auch wieder ein bisschen, haben sie angezogen hier. Ja, geh halt weiter, komm her. Ja, ich komme hier. Was ist denn mit dir? Ich musste nur mal Halt kurz die. hier. Ja, die Zombies sind wieder ein bisschen stärker durch die Mod, weil das Ganze wird sonst fad. Richtig. Also Was wenn, wird. wenn ihr bei uns auf dem Server spielen möchtet, ja dann gerne. Joint unserem Discord und dann bekommt ihr alle Infos. Der Big Quantum ist auf dem Discord verantwortlich für DayZ und DayZ Mods und der gibt euch dann immer die neuesten Infos dazu und wir helfen euch natürlich dann auch beim Installieren und beim Machen und Tun und beim Zurechtfinden auf dem Server. Ansonsten ja, wie gesagt, DayZ macht Spaß. Na? Auch wenn es nicht den Anschein hat. Sie macht Spasten. Ja, es macht Spasten. Wir zocken Ach, das ich. ja schon ewig, ne? Ewig und 3 Tage. Ein paar Stunden, ja. Ja, ein paar Stunden haben wir schon auf dem Buckel. Ein paar Stunden. Können wir eigentlich auch mal die Leute im Discord grüßen, ne? Die So, dass Leute. die. Das ist die neue ICE-Strecke. Moskau-Kiel, ja. Warum auch immer. Ha? Egal. Ich wollte es erwähnt haben. Ja, ne, ist ja richtig. Aber das letzte Mal, als ich hinten war, wurde ich von Wölfen überfallen, ja. Okay. Also möchten wir auf Wolfsgeheul ein bisschen hören. Der Bär läuft ja auch noch irgendwo rum, ne? Ja, das merkt man dann sowieso, wenn der kommt. Ja. Natürlich haben wir alle kein Riesenkaliber dabei. Nicht wirklich. Also wenn der Also werden. Bildschirm schwarz wird, dann wird's Nacht, dann war der Bär in der Nähe. Ja, das schneiden wir natürlich raus und zeigen euch einen glorreichen Sieg. Richtig, zeigen euch dann den toten Bären. Oh, ich muss mal übel hochziehen. Ich habe schon wieder Oh eine nein. zue Nase, oder wie das heißt. Eine Nuhe Zase. So, ja, das befindet sich, der Tunnel befindet sich in der Biathlon-Arena, ne?
Ja, bei der Biathlon-Arena. Areta. Das muss ja wohl hier hinten irgendwo sein. Mal auf die Karten schauen. Schau mal auf die Karten. Während ich hier ein bisschen das Ambiente, die Aussicht genieße. Wir haben ja immer noch die Jawohl. Sommermod drauf, ne? Jawohl. Nee, das kenne ich ja mal drauf. Das ist normal. Ist normal? Oh, geil. Okay. Hier, wo mein Mauszeiger ist, könnt ihr das sehen? Ich zoome mal weiter rein. Hier muss der Tunnel sein. Und wo bin ich? Ja, wir könnten es ungefähr erwischen. So circa, Man könnte also. sich es natürlich auch markieren, aber ich habe jetzt die ganzen Marker ausgeblendet, Ja, ich sonst auch. ist das Spiel so zugetackert. Ich habe dann auch den ganzen Bildschirm immer weiß. Das ist dort, das ist dort, das ist dort. Im Endeffekt weiß das sowieso, ne? Wie bei Forest, wenn du überall anfängst zu bauen. Überall hast du dann die kleinen Fähnchen. Guck mal, da hinten ist eine Brücke oder sowas. Ja, eine Eisenbahnbrücke. Also, was unser Fokus liegt jetzt auf dem Tunnel. Genau, unser Fokus liegt auf dem Tunnel und so ein bisschen quatschen über die Version 1.07, ne? Deswegen gehen wir jetzt nicht zu der Brücke. Genau. Ja, 1.07 ist eigentlich nur die Vorbereitung auf 1.08. So ist es die ganze Zeit schon bei DayZ, ne? Wenn was verbessert werden soll, wird das natürlich nicht getan, sondern es wird irgendwas anderes hinzugepatcht, ne? Aber beschweren wir uns nicht. Nee, ach, beschwert wird sich nicht. Ich meine, wir haben uns wieder eingeloggt, wir spielen das Spiel, wie man sieht, ne? Ich spiele es trotzdem gern. Ja, natürlich. Ist auch nach wie vor eins meiner liebsten Spiele auf PC. Muss ich zugeben. Mittlerweile haben wir ja auf dem Server auch recht viele Spieler, die regelmäßig spielen. Ja, liebe Ja. Grüße. Grüße gehen mal raus, ja, an den Kaffeemann und an die Oma Ingeborg und an den Juri. Und die Skycheck. Na? Skycheck ist auch da, ja. Ja, sie hat es endlich geschafft. Liebe Grüße an die Michaela. Ja, natürlich an die anderen, auch weiblichen Spieler. Man glaubt es kaum. Es spielen auch sehr viele Frauen DayZ. Ne? Aber nicht bei uns. Nee, wir haben nur die Creme de la Creme bei uns auf dem Server. Die Elitären, weißt du? Aber hier schön. Das könnte man jetzt eigentlich auch The Forest nennen hier, ne? Hier, Weltwandertag 2020. Wandersimulator. Eruierst du die Karten? Ja, die Karten, ich hab gerade drauf geschaut, aber keine Huch! Ahnung, Oh was ich Gott! gesehen habe. Hat gerade ein Lag. Ja, so Rummelplätze gibt es auch noch, also so kleine, ja, Gimmicks. wie nennt man das? Kleine Rummelplätze halt. Leider, ja, so Autoscooter, Riesenrad, Karussell. No? Aber Wollen wir euch alles nochmal zeigen? wie ich gelesen habe, ist das auch nicht so neu. Also Nee, das nee. ist jetzt nicht so, als hätte da vorher ja irgendwas Neues rausgekommen, sondern dass diese Rummelplätze oder was ist halt, dass die in der Stalker-Mod schon vorhanden waren. Genau. Die Bohemia hat quasi sich die Texturen geschnappt aus der Stalker-Mod und hat die dann hier ins Hauptspiel reingeklatscht und BAM! Version 1.07 ist fertig. Das ist noch ein Stück. Geben wir mal Vollgas. Ja, der Praktikant durfte dann sich wieder testen. So, ja, wir werden auf jeden Fall jetzt wieder mehr DayZ aufnehmen werden. Werden wieder ein paar Folgen kommen. Nimm dir mal nicht zu viel vor, du hast nämlich immer keine Zeit. Ja, das kriegt man auf jeden Fall hin, denke ich mal. Wir werden auch wieder mit ein paar Leuten zusammen aufnehmen, vielleicht wieder mit Juri oder mit Stefan. Mal schauen, Stefan, die alte Quasseltante, ne? Die alte Labertasche. Der Stefan war jetzt schon die ganze Woche nicht mehr da, glaube ich. Ne, der hat keinen Urlaub mehr. So, sind wir hier richtig irgendwo? Ach so. Erstmal eruieren, wo wir sind. Richtig, das Wort hast du dir gemerkt, ne? Ne, ich habe eher gerade auf die Karten Die geschaut. Quarten. Liebe Grüße an Deadzeug HG Gaming. Die Quarten. Das ist so ein Dauerbrenner geworden, ne, das Wort. Ah, hier sind wir doch schon. Ah, Das wow. ist der Tunnel, also ein Wow. Designobjekt, was seinesgleichen sucht. Wow. Würde ich mal sagen, einfach mal die Texturen vergessen. Wow, hingeklatscht. Grandios. Das ist Daisy. Also,
Ich bin gerade baff, also wenn ich das nicht auf Video gerade aufnehmen würde, ich würde es nicht glauben. Also ich Ne? habe mir mehr erhofft von dem Teil, ganz ehrlich. Dann bin ich hier so angekommen beim letzten Mal und habe ich direkt ausgeschaltet. Also liebe Grüße an den Praktikanten, der das hier verursacht hat. Ne? Junge, 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 das muss einem doch auffallen, dass wenn man hier schon eine Textur Ja, einfügt, ne? vielleicht ist es noch nicht fertig. Das Also ich nehme es ist. mal an, dass das nicht fertig ist. Ich hoffe, dass das Ich hier gehe nicht stark fertig davon ist. aus. Und vielleicht kommt da noch ein Maler-Patch oder so, was die Texturen drauf pinselt. Und Oder dass du selber noch einen Pinsel kriegst und dir das in deiner Wunschfarbe anmalen kannst. aber jetzt mal ehrlich, das ist ja so eine Fußgängerunterführung. Ich hätte mir unter Tunnel was anderes vorgestellt. Ja, Tunnel, Bunker, Höhlen. Ich Ich meine, es meine, gibt so viele Möglichkeiten. ich finde es ja nice, dass sie immer wieder mal was Neues reinholen, aber das hier ist jetzt, Leute, das ist nicht fertig. Das hätte da Nee. noch warten können damit. Ja. Ich sag ja, die 107 ist die Vorbereitung auf die 108. So. Na, Der. okay, da habt ihr das mal gesehen, Leute, und wir sehen Richtig. uns dann gleich oder hören uns dann gleich wieder, wenn wir in Dari, wer ist das? Dari Starisobo? Sobor? Ja. Starisobo? Wenn wir da angekommen sind, der Weg wäre jetzt zu lang. Genau. Bis gleich, meine Freunde. So, und da sind wir auch schon, kurz vor Starisobo. Und wir haben uns natürlich jetzt die ganze Mühe gemacht und haben euch mal das neue Zeug zusammengesucht. Hat jetzt ein bisschen gedauert, darum ja auch der Schnitt. Und zwar, ich habe jetzt Man hier. kann es beim Trader kaufen. Genau, Das man. sind Thema suchen. Also bei uns auf dem Server, ne, könnt ihr es beim Trader kaufen oder ihr findet es, wenn ihr auf einem anderen Server spielt. Das ist die neue Waffe, die Repeater. Die zeige ich euch auch mal direkt. Ja, gibt die mir dann auch mal. Repetierkarabiner. Und wird geladen mit der 357, also Punkt 357 Revolverpatrone für Pistolenrevolver und diverse Gewehre. Ich Ja, aber glaube. ältere Spieler müssen die noch kennen, die war schon mal Natürlich. da. So, Big Hirt, kannst du auch mal zeigen, geladen ist er. Die Waffe gab es schon mal. So, und dann haben wir noch neu diese Gummigeschosse, 12 GA Rubber Slugs, ne? Also hier seht ihr sie. Und weniger tödlich als Metallkugeln und ist für Schrotflinten geeignet. Der Big hat sich da schon mal eine Weiger präpariert dafür. Eigentlich kannst du damit nicht töten, du kannst außer Gefecht setzen, Außer Gefecht bewusstlos setzen. schießen. Ich demonstriere das mal kurz. Yep, alles klar. Ihr seht es da oben an der Anzeige vom Rob, der ist nicht tot. Nein, ihr seht auch meinen schwarzen Bildschirm gerade. Also es ist für PvE-Spieler, die mal kurz ausrasten wollen, Richtig. eine gute Lösung. Ich weiß nicht, soll ich dich reanimieren? Ich mache das einfach Ja, mal. hol mich einfach mal Und wieder. der Rob darf das auch gleich mal zeigen, damit So. ihr es aus beiden Perspektiven seht. Und da bin ich wieder. Komm Und hoch. da gräbe ich mich wieder hoch hier. Komm mal her. Geladen ist er? Ja, muss halt auf den Schädel zielen. Okay, Und Big, dann dann. wird's dunkel. Viel Spaß. Wo auch immer du hingehst. Sogar das kannst du nicht. Alter, was? Ups. Was hast du für einen Helm auf? Bin bewusstlos. Einen taktischen oder so. Okay, Person reanimieren. Ich probier's mal. Einen ballistischen Taktiker mit Night Vision. Ja, dann ist klar, dass ich dich nicht mit einem Kopfschuss umhau. Du musst ins Gesicht schießen, nicht auf den Helm. So, komm, Ja, steh oh, auf. guck mal, gekocht habe ich nichts, aber guck mal, wie ich da liege. Ja. Oh. Ja, ich habe neulich eine Ich Frau auf stehe auf, was macht dem. die Da hier? steht nicht auf. Okay. Okay, da hätten wir das, oder? Ja, hab neulich zwei Frauen, zwei ältere Damen auf dem Friedhof gesehen. Hier, nimm mal deine Weihgabe damit. Und die eine kam dorthin, hat eben das Grab gegossen Ich brauche die nicht, lasse ich hier. und die andere ist gut für alle Spieler. Und die andere saß eben dort heulend auf der Bank, ne? Und da ist die eine Frau zu der weinenden Frau hingegangen und hat gesagt, warum weinen Sie denn? War der Verlust so tragisch? Und da hat die gesagt, nee, eher im Gegenteil. Ich meine, Sie können schon gießen, ich muss noch kochen. Okay. Der war ein bisschen flach, Der war aber sehr passt schon. flach. Der war sehr So, flach. So also wir jetzt. sind jetzt hier vor, wie heißt denn das? Dari Sobor? Ja, vor Dari Sobor. Und da müsste einer von diesen Supermärkten, ja, hier, ja, Jahrmarkt, rummeln. Rummelplätze. Ich sehe ihn auch schon. Ja, hier unten, ne? Ja. Da unten, tatsächlich. Gehen wir mal direkt hin, oder? Liebe Grüße an den Knallfall, der spielt Metro Exodus. Ja, wir müssen leider Ja. Bildschirmaufnahme machen, da es noch nicht gepatcht wurde. Man Das. könnte auch mit der Elgato aufnehmen. Oder mit der Elgato, ja. Aber es wurde noch nicht gepatcht, dass man quasi DayZ wieder mit OBS als Spielerkennung aufnehmen kann.
Das geht, glaube ich. Das geht nur dann nicht, wenn du über den ZSA-Launcher spielst. Ach so. Wir spielen ja über den ZSA Wahrscheinlich. Launcher, ne? Ich müsste mal probieren, Können wir euch wenn auch das nur geht. empfehlen, den DayZ ZSA Launcher, da werden alle Mods automatisch aktualisiert, wenn ihr Ja, beim gut, Server das spielen wollt. meisten werden das schon kennen. So, schaut mal hier. Na, Ja, ist dann. das nicht herrlich? Ich würde sagen, zeigen wir dann direkt noch den ins Svercino oder wie das Nest heißt da. Hm? Weil der hier ist ein bisschen low, finde ich. Ja, hier. Halt, ist halt schön, ihn anzuschauen. Man kann leider nichts machen. Ein Kettenkarussell, ein klein. Haben sie schon gut gemacht. Guck mal, hier stehen auch nochmal Arbeitsschuhe rum. Da auch noch ein Kettenkarussell. Schießbude. Moment. Fuck. Was hast du? Okay. So. Achso, die haben das andere auf der Karte. Die Karte war ja immer, wenn du sie aufgemacht hast, die hat ja oben links oder oben rechts immer gestartet dann. Egal, wo du die geschlossen hast. Und jetzt öffnet die halt da, wo du sie geschlossen hast. Okay, sieht man jetzt hier, also vorhin haben wir Echt. da oben geschaut, jetzt mal hier. Also der nächste ist hier. War das hier? Svercino, ja. Okay, würde ich sagen, sehen wir uns dort nochmal. Wir sehen uns dort nochmal. Bis gleich, meine Jo. Freunde. So, und da wären wir auch schon bei Sperangino und der Big schnabbelt erstmal etwas. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Aber wie ich sehe, ich habe gar nichts dabei. Verdammt. Bist gerade ein bisschen hackelig bei mir. Bin hakelig in der Aufnahme. Ja, so lass mal da runtergehen, da unten an dem. An dem Geschäft, an dem Einkaufsladen oder wie man das nennen will, soll der andere sein. Es Okay. gibt dann noch, es gibt dann noch irgendwo einen. Den auch schon gesehen, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wo. Schaut einfach mal an die Patch Notes oder in die Locations, da gibt es ja Videos dazu. Ah, da unten ist er Vom schon. Rob. Kann sein, dass wir jetzt noch ein paar Zombies haben hier. Ich vermute es ganz stark. Hier ist ein Brunnen. Da können wir uns nachher mal nach der Aufnahme mal hier Hat er jetzt ein stärken. Riesenrad? Ich weiß nicht, ob der ein Riesenrad hat. Ein Big Wheel. Schaut nicht so aus, oder? Aber der hat einen Autoscooter auf jeden Fall. Ja, der hat kein Big Wheel. Big Schade. Wheels keep on turning. Schade, dass man das nicht benutzen kann. So, mal eine Runde Autoscooter. No, round we will keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. So, gehen wir hier mal rein. Ist schon klar mit dem Copyright-Scheiß, oder? Ja, Weißt schon, wenn das du das singst. ist eine Coverversion, das ich gerade gemacht habe hier. Achso, wollten ja zeigen, ich wollte schon wieder looten. Wolltest du looten? So, ich geh mal in die So, das, Schießbude. das hier kennt er ja schon. Das sterbende Schwan, könnte man das nennen. Bei der hier unten. Hier liegt eine Steyr SSG 69. Das ist irrelevant gerade. So, und das Okay. ist der Autoscooter. Leute, ihr kennt es bestimmt alle vom Rummel. Geil. Wäre schön, wenn hier einsteigen steht. Das wäre echt Aber geht super. halt nicht. Geht halt Weißt nicht. du, was mir aber auch fehlt? Mir fehlt hier das Häuschen, von dem aus die Autoscooter immer bedient werden und wo die Musik Ja, läuft. das haben sie wohl schon geklaut oder so. Hat schon jemand Keine mitgenommen? Ahnung. Ja, und alles Das andere ist Copy-Paste, ne? wahrscheinlich, ja. Hier, der gleiche Schwan liegt ja auch wieder tot da. Hier ist noch eine Schießbude. Mal schauen, ob wir treffen. Ja, 100 Punkte. Und jetzt kommt die Belegschaft Kommt und die haut uns auf Belegschaft? den Deckel. Ich denke schon. Alles klar. Wird gleich losgehen hier. Was Ich würde macht ihr da sagen, so? das, dann machen wir die noch weg, wenn die kommen. Ansonsten war es das, was wir zeigen wollten. Oder? Richtig, hier Oh, unten ein hier Sarka steht steht hier ein hinten, ja? Sangria, würde jetzt der Kaffeemann sagen. Ein Sakara? Wollen noch ein bisschen Daka. Action haben, ja? Kommen welche? Ich sehe keinen kommen, wo wir vorhin gelaufen sind. Stand Auf der definitiv Straße? einer auf der Straße, ne? Musst du mal schießen. Gib mal einen Schuss von dir, aber du schießt ja mit Schalldämpfer. Nee. Hallo, Mädels. Ja, ist egal, heute wollen sie nicht.
Ja, die haben, es ist ja Sonntag, ne, wo wir jetzt hier aufnehmen. Und da wollen die Ja. Zombies nicht so. Die werden alle noch in der Kirche sein. Da hinten ist einer, tatsächlich. Komm her, mein Freund. Das ist nicht nur einer. Da sind sie alle. Ja, zwei. Wow. Okay, das war's. Nee, da ist noch Das. einer. Kann man die mit Gummigeschossen eigentlich abknallen? Keine Ahnung, müssen wir mal probieren, aber jetzt haben wir die Seiger nicht mehr. Ja, die haben wir liegen lassen. Verdammt. Ist denn hier mit dem Kfz? Ja, Batterie fehlt, Kühler fehlt, Zündkerze fehlt, hier fehlt alles. Wie immer halt, oder? Ja. Ganz selten. Ach, weißt du, wo man den Cheap Billets findet? Wo denn? Am Balota Airfield. Am Balota Airfield? Ja, da ist er in der letzten Zeit immer gespawnt. Also wenn ihr bei uns auf dem Server spielt, schaut mal auf dem Balota Airfield vorbei. Da gibt's ein Auto eventuell. Und die anderen sind da, wo sie immer sind. Hey, da kommt noch eine Omi zu dir. Ja, komm her. Noch eine. Yeah. Jetzt kommen die alten Weiber alle vom Kochen. Ja, ne? Treffen wir nichts hier aus. 2 Meter Entfernung. Okay, Jo, war's das Leute. erstmal, Leute. Genau. Wenn ihr mehr DC-Action sehen möchtet, schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Ne? Und Nicht, zwar jetzt, und zwar ja. jetzt in die Kommentare schreiben. Und dann setzen wir uns auch ran und nehmen für euch was auf. Und wenn ihr mitspielen möchtet, auch überhaupt kein Problem. Einfach schreiben oder auf dem Discord beitreten. Den Discord-Link findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Oder, ja, der Big hat, glaube ich, auch den verlinkt, ne? Im Serverpanel, hier im Server Information. Genau, ne? Wenn ich so hier, da steht er dann drin, da unten. Richtig. Okay, Leute, vielleicht hat es doch bis zum nächsten Mal geschafft, dass ich mich nicht ständig immer doppelt höre, weil er mit dem Was? Mikro Ernsthaft? im Kopfhörer steckt oder so. Du sagst nur Kriegen wir schon nichts. hin. Der Hulli kommt jetzt in Daisy. Okay, Leute, schönen Tag noch Ciao, und bis Leute. zum nächsten Mal. Tschüss.